Ja, guten Tag, da sind wir wieder. Draußen regnet's, schlechtes Wetter. Also können wir wieder optimal beim Wohnwagen beigehen. Diesmal, wir sind ja im Bereich Wasser. Da haben wir diese Armatur, sie wird so eingebaut. Das ist unsere Mischarmatur. Das heißt, hier vorne haben wir den Regler. Da stellen wir auf kalt bzw. auf warm. Den können wir abziehen. Damit können wir diese hier verstellen. Diesen hier können wir auch runternehmen. Und hier zwischen kommt unsere Wand, wo wir ihn nachher einbauen. Hier drinnen, hier, da sehen wir die Ventile. Da gucken wir mal rein. Hier dreht sich das. Und über diese Anschlüsse hier, warm und kalt, rot für warm, kalt für blau, blau für kalt, kommt dieses Element rein. Das wird hier eingesetzt. Und hier sehen wir an der Außenkante eine ganz kleine Kerbe und hier eine kleine Nut. Und diese Kerbe muss in diese Nut hinein. Wenn wir dies hier einölen, dann benässen wir nur die Finger und reiben die Dichtung ein. Die hatten wir natürlich einmal draußen, um auch die Nut hier drunter zu reinigen. Und hier reiben wir es nur eben ein bisschen mit ganz leichtem Öl ein. Wir wollen ja nicht nachher, dass das Öl hier im Wasser rumschwimmt. Also, da können wir wieder ordentlich putzen, putzen, putzen. Dies ist übrigens der Anschluss für die Pumpe. Wir dann auch drehen, muss aber noch eben richtig eingepresst werden. Dann kommt diese Brause, die lassen wir auch, eine original alte Duschbrause. In weiß wäre sie schöner gewesen für unser Badezimmer. Hier fehlt noch eine kleine Dichtung. Da machen wir noch eine Dichtung zwischen. Das ist aber zweitrangig, die haben wir auf jeden Fall auch. So sitzt das Ganze zusammen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir es einbauen. Ich denke, es wird nachher so sitzen, dass wir hier seitlich die Armatur haben und den hier drüber wegziehen. Hier sehen wir noch die Öffnung. Ich denke, das könnt ihr noch sehen. Die lege ich jetzt hier rein. Und jetzt mit der guten Workstation unten kleide ich gegen, klack. Da haben wir ihn schon. So, heute zeige ich euch noch wegen den Wassergeschichten. Wir müssen noch einen kleinen Dom bauen, wo das Wasser nachher ins Waschbecken läuft, in dem neuen Badezimmer. Und da zeige ich euch nochmal eben, wie man das auch mit einer elektrischen Fuchsschwanz verhältnismäßig sauber hinkriegt. Weil das Problem mit der Kreissäge, womit ich die Kunststoffe sonst auch geschnitten habe, die splittern natürlich ziemlich aus. Da gibt es ja andere Sägen, die, wenn man ein scharfes Sägeblatt nimmt oder mit der Stichsäge wird zu wackelig. Ich zeige euch mal, wie ich es jetzt säge und dann gucken wir uns mal das Resultat an. Danke! Wo sind wir denn hier? Auch hier ist wieder wichtig. Festschrauben. Das darf nicht flattern hier. Hier haben wir die Striche ganz fein noch zu sehen. Wir setzen an und sägen jetzt. Ah, da stört das hier schon. Versuchen das Blatt. Das ist eine Vibrationssäge. Das ist so eine Vibrationssäge. Das ist also nicht schlimm, wenn man da mal die Hand runterhält. Das ist wie beim Gips abnehmen, wie beim Arzt quasi. So, jetzt fangen wir mal an und drücken die Scheibe dagegen. So. Na, ich würde sagen, so schlecht sieht das nicht aus. Ist eigentlich ganz gut geworden. Ja, da bin ich wieder. Das winkeln wir jetzt und bauen es ein. Jetzt legen wir die GFK, glasfaserverstärkte Kunststoffplatte, zu. Oh, jetzt habe ich mir gerade den Strich weggewischt. Aber nur hier hinten kommt es noch an. Wir brauchen diesen schmalen Streifen hier für unser Bad und... Das eben war Quatsch. Ich habe mich doch geschnitten. Aber gut, nein, nicht da, woanders. Aber wir legen mal los. Da bin ich wieder. Hier legen wir jetzt den Winkel fest, wie der hier nachher drin hängt. Das heißt, und somit ist das unser Winkel. Das ist
Das ist ideal. Schon muck wieder. Jo, das wird ein Mullbadzimmer. Das hängt in der Uwe. So, nun füllen wir. Da ist richtig Power drin. Seht ihr das? So. Jetzt müssen wir den unten erwärmen. In der Mitte, als die außen die Kanten. Die Kanten werden nachher schnell genug warm. Und dann mal so. Also wir wollen ja diesen Winkel erreichen. Diesen quasi. Da soll es nachher oben drum liegen, aber dann können wir den ja eigentlich auch so rum hinlegen und den dagegen flicken. Und dann müsste das ja wieder der sein. Weil wir wissen ja, der Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Und dann müsste das ja eigentlich passen. So soll es sitzen. Jetzt muss da oben noch die Kante ab. Und dann kommt der da so oben ab. So, damit er nachher auch so einigermaßen winkelig an der Wand ist, ich meine jetzt von dieser Schnittkante her, versuchen wir mal Folgendes. Ich hack den hier ein, lass den hier so, kann er hier noch ein bisschen weg, verändere damit den Winkel, lass den hier so rechtwinklig stehen. Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus, ob wir das jetzt sehen. Ah, nein! Oh, nee! So, nochmal, den da rein. Hier ein Klotz unter. Jetzt steht er so einigermaßen rechtwinklig. Festhalten. Ansetzen. Und so sägen. Ich würde sagen, das war fast neuhändig. Aber Jungs, ganz ehrlich, die Naht, die sieht nicht schlecht aus. Also, wenn das jetzt noch passt, ne? So, Social Event, guck mal. Kickt euch mal die Ecke an. Da, ich halte euch das mal genau in die Kamera. Seht ihr das hier? Da. Ich will meinen, das kann sich sehen lassen, ne? Für eine Freihandsägung. Ob der einer sieht. Kriegt euch das mal an. So. Das sieht doch gut aus. Ja, das geht natürlich nicht. Das kommt ja nur von dieser Seite, ne? Aber so mock wieder nur an. Also, wir haben schon ein bisschen vorgebaut. Das ist unser Dom. Hier oben haben wir die Kante, wo wir sagten, okay, das passt schon ganz gut. Von innen habe ich das mit Sperrholz angekleidet. Ich habe das jetzt schon einmal zusammengebaut gehabt. Jetzt nehme ich es wieder auseinander. Und jetzt machen wir hier zwischen Dichtungsmasse. Das fügen wir da jetzt eben ein. Das ist eigentlich kein Problem. Ich nehme da Zika Flex. Alles, was überflüssig ist, das wischen wir nachher raus. Ja, wir haben hier eine ganz kleine Therme, ganz kleine Mini-Therme. Hier läuft die warme Luft durch, von der Heizung kommt. Hier oben haben wir einen Stromanschluss, hier ist eine Heizspirale drin. 300 Watt, 220 Volt. Ja, da haben wir hier oben die Schrauben, haben wir durch Edelstahlschrauben ersetzt. Hier unten auch, das Rohr selber gereinigt. Hier steht noch drauf, keine Pumpen über 0,5 Bar verwenden, haben wir hier in der Ecke stehen. Ja, wir haben das nochmal in grauen Vlies eingeschlagen. Naja, und infolgedessen, Stecker sieht auch gut aus. Bauen wir das Ding wieder ein. Hier ist unser Ablassventil, was nachher durch den Boden durchgeht. Ja, und hier kommt Kaltwasser drauf, hier kommt Warmwasserabnahme. Das heißt, hier läuft es durch, unten das Kalte rein, oben das Warme raus.
So, bauen wir mal ein. Ne? Und da können wir auch Musik mitmachen. Oder? Den können wir so lassen. Und den bauen wir dann mal ein. Ne? Hallöche. Für diesen Kasten eine Befestigungslinie, da haben wir uns so viel Mühe gegeben, da machen wir eben hier so ein Lötschen und Kunststoff, so ein Streifen, das ist eigentlich gar nicht schwer, da zeige ich euch mal eben hier, dann macht ihr das hier bis auf diese Höhe. Da muss man nur mal ein bisschen aufpassen, ne? So rum müssen wir jetzt. Das ist doch wunderbar. Das ist doch gut. Das ist doch spitze. Eben Knieptang. Und dann schneiden wir den eben ab. So, dann tun wir den hier rüber. Dann sparen wir den da fest und hier. Und dann steht der fest. Der wiegt sich neben mir. Und sieht besser aus. Jo. Das so mal immer für schnell. Jetzt möchte ich euch mal eben zeigen, wo ich mir wirklich immer wieder die Finger gebrochen habe, beziehungsweise wo es so ist, dass die ganzen Halter kaputt gehen. Ja, also ihr kennt diese Dinger, diese Verbinder, die sind bei Wohnmobilen etliche Male eingesetzt. Und ich habe die beste Erfahrung gemacht mit der Flachzange, die von beiden Seiten gleich drückt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Die Flanken, die drücken beide gleich. Auch wenn ich die beide aufmache. Das ist ideal, so eine Zange, da kann man alles gut mit packen. Und zwar auch genau gerade, dass die Flanken genau gerade drauf sind. So, mit dieser packe ich die hier am Ende. Und dann müsst ihr genau gucken, dass ihr nicht das Teil erwischt, was hier oben ist, sondern das, was unten ist. Und dann drehe ich die zur Seite weg und dann habe ich sie auf. Habt ihr das gesehen? Ich zeige es nochmal. So, an diesen hier. Aus. Habt ihr es gesehen? Und dann ist er auf und dann könnt ihr ihn runterschieben. Ich habe mir die schon alle neu gekauft. Ey, ihr glaubt nicht, was ich da an Verschleiß hatte, bis ich das rausgefunden habe, wie die Dinger wirklich aufgehen. Katastrophe. So, nun melden wir uns aus einer ganz prekären Situation. Wir sind hier kurz vor dem Schrank. Ich zeige euch da mal eben, wie das hier von innen aussieht. Hier sehen wir die Gasleitung. Wir gehen jetzt mal hinein. Achtung. So. Und da sehen wir schon was. Ja, da oben, das ist die Armatur für Warm- und Kaltwasser. Wir sind jetzt hier mitten in der Küche. Der rot markierte Schlauch kennzeichnet die Warmwasserleitung. Die rote, dicke rote Leitung, die geht hier rüber zu dem Wasserhahn sozusagen. Da oben sehen wir ihn, da ist auch die Anschlussleitung mit den Kabeln. Der blaue Schlauch, der hat hier die Abflussfunktion. So, und da kommt der schwarze Schlauch, kommt hier auch von der Abflusssituation. Bei dem Frischwasser, da ist jetzt darauf zu achten, das sind die beiden transparenten Schläuche, die laufen hier nach unten. Und da versuchen wir möglichst wenig irgendwelche Knicke einzubauen, dass da kein Wasser steht. Das sollten wir hier vermeiden. Die laufen dann hier hinter lang und gehen dann hier in den Kanal und verschwinden dann nach hinten. Ja, dann haben wir hier in der Ecke unsere Anschlussleitung, da haben wir ein kleines rosa Schweinchenkabel genommen, weil wir das von oben verlängern mussten. Das haben wir dort mit einem kleinen Kabelbinder befestigt. Die Schelle ist an der Wand, ist eine 12-Volt-Funktion, von daher haben wir da auch keine Probleme mit jetzt extremen Stromschlägen oder irgendwas, weil das Niederspannung ist. Ja, dann haben wir hier die Leitung. Hier läuft die Abflussleitung und die Abflussleitung läuft jetzt hier lang und geht nach unten hinein, auch mit einem Schwung. So. Hier sehen wir das Abflussrohr kommend von der kleinen Küche. Ich habe jede Schelle mit einem Dichtungsmittel eingesetzt und das Rohr damit auch verschmiert, damit das sauber und stramm drin sitzt, aber eben nicht gedrückt wird. Von hier aus, da sind noch kleine Fäden dran. Ja, es ist alles flexibel. Es hängt hier auch nach unten. Das ist auch gewollt, weil ich hier sozusagen über der
über die Gasleitung hinweg muss oder unter der Gasleitung oder durch muss, je nachdem, welche Lage man das sieht. Hier ist das T-Stück, hier kommt die Abflussleitung von der Duschwanne. Die läuft auch hier durch und hier sieht man auch, wie sich das Dichtmittel da eingesetzt hat. Also diese, es tropft nicht, also diese kleinen Fäden, die kann man ohne Probleme abziehen. Und ich glaube, hier sieht man jetzt auch nochmal ganz deutlich, dass das alles mit Dichtmittel eingesetzt ist. Nicht, dass wir da die Versiegelung vom Boden beschädigen. So, ja, das ist ja eine ganz neue Situation, nicht wahr? Aber ich denke, ihr habt das schon verstanden. Tschüss. Hier in diesem grauen Kabelkanal, dort läuft die Wasserleitung entlang. Sie geht hier hinten an der Ecke hier, da sehen wir sie mal kurz. Da kommt sie mal eben zum Vorschein, geht um die Ecke rum, da fehlen noch die Abdeckleisten. Sie verschwindet dann hier wieder, kommt sie wieder raus. An der hinteren Sitzbank, direkt hinter dem, hinteren großen Fenster sind wir hier. Ich zeige das mal eben. So. Und da geht die Leitung rum. Ja, und hier steht schon unsere Therme bereit. Die wird jetzt hier angeschlossen mit der Leitung. Ja, da haben wir auch unten eine extra Steckdose, wie wir sehen. Dort. Das ist die Steckdose für diese Therme, damit wir die auch abschalten können. Da ziehen wir einfach den Stecker raus. So ist diese Schaltfunktion hier. Hallo, wir gucken uns jetzt nochmal an, wie ich das hier verkabelt habe. Also die Wasserleitung, wie wir die Wasserleitung angeschlossen haben. Das können wir hier vorne gleich genau erkennen. Ja, die befinden sich hier. Hier ist unser Topf eingebaut. Wir sehen es nachher. Hier ist unsere Anschlussleitung. Hier hinten in der Ecke befindet sich die Steckdose. Wir haben uns noch ein Teil dazu besorgt, weil im Moment ist es ja so, dass wir einen Wasserabnehmer mehr drin haben, und zwar die Toilette, und dadurch fehlt uns ein Abzweiger. Ja, die Schläuche, da nehmen wir natürlich auch hier wieder neue Schläuche. Wir haben hier noch ein paar und das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir die gut übereinander kriegen. Die aus dem Wohnwagen für die Ablassschrauben sind. Hier haben wir die eine. Ja, die sind total winzig. Die haben nur 5 mm Durchmesser. Das beschädigte Holz dort werde ich jetzt wieder anarbeiten. Jetzt schließen wir die Pumpensachen an. Und das befindet sich hier, dass wir da im Nachhinein noch eigentlich immer gut rankommen können über diese Klappe. Wollte ich die Elektrik hier hintersetzen. Da wollen wir mal hoffen, dass derjenige, der dann hier auf dem Topf sitzt, ne, keine böse Überraschung erlebt, wenn das mal knallt und funkt. Aber ich denke, 220 Volt setzen wir da nicht hin. Aber es wäre ja noch so eine Idee, hier was zu installieren. Ne? Okay, bitte. Wir kriegen das hin. Also das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie das hier aussieht. Wir müssen nur die richtige Leitung finden. Also hier sehen wir die Tretvor-Toilette von innen, wie die ganze Mechanik aufgebaut ist. So, ich wollte noch mal eben zeigen, wie so ein Platz aussieht. Wir sind jetzt auch fast fertig. Da oben, hier sehen wir jetzt die Frischwasserleitung kommen. Da kommt sie raus aus der Ecke. Von innen sehen wir gleich den kleinen Wassertank. Vielleicht legen wir das nochmal um in den hinteren Bereich. Und hier oben sehen wir jetzt die Verkabelung. Dieser Punkt ist wichtig vom Rein- und Rausschieben, dass wir hier nicht gegenecken. Hier ist ein Näherungsschalter, der zeigt uns an, wann der Tank voll ist. Daneben ist die 3 Ampere Sicherung. So, und jetzt gehen wir da oben drauf und gehen dann von da aus mit unserem Klemmbrett, was wir da oben befestigt haben, weiter. Oh, da kommt unsere Verstärkung. Guck mal, was hältst du denn hier von? Guck mal hier. Hier, die Rohre haben wir verlegt. Ja, guck mal, die Rohre. Und, sind die Rohre gut? Sind das die Abflussrohre? Haben wir die gut angebaut? Ja, das ist ein Cutter, da musst du weggehen. Da ist doch nichts zu fressen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob der immer nur an Fressen leckt.
So, nun wollen wir dieses Rohr hier runter tun. So soll das sein. Rohr drunter setzen, wo wir das andere drin aufbewahren. Und deswegen setzen wir es hier auch wieder mit Dicht... Ey, hau ab! Ey! Auch wieder mit Dichtmittel ein und schrauben das hier unten drunter. Ja, das Rudi will es mithelfen, ich weiß. So. Das soll reichen. Nur, damit wir die Schrauben und alles, was wir hier reindrehen, sind natürlich Edelstahlschrauben, auch nochmal wieder abgedichtet haben. So, hier seht ihr das Rohr, was ich hier drunter gesetzt habe. Hier geht der Schlauch rein und den kann man hier dann halt so rausziehen. Und wenn man eine Verlängerung braucht, dann können wir auch noch dieses Rohr nehmen und den Schlauch hier hineinstecken. So, und jetzt haben wir eine Einheit, die wir nochmal irgendwo hinlegen können, um das Wasser abzulassen. Geplant ist hier drunter natürlich ein Schmutzwassertank für Grauwasser. Ja, aber die Idee hier fand ich eigentlich ganz gut. Wenn das hier drunter klemmt, das klemmt sich im Übrigen an der Gummidichtung fest. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, sieht man ganz gut. Da guckt so ein bisschen Gummidichtung raus, da klemmt sich das Rohr fest. Auf dieser Seite ist es so, da stecken wir dieses Rohrende rein. Und dann kann es auch nicht in diese Seite weg. Da kann es nicht weg. Da hat es eine Erhöhung. So. So, hier haben wir ein Klemmstück zwischengesetzt. Dabei handelt sich das einfach um ein dickwandiges Gummirohr mit Faser verstärkt. Das haben wir längsseitig aufgeschnitten und das haben wir hier rüber geklappt. Das haben wir darüber gelegt. Somit haben wir hier jetzt auch keinen Scheuerpunkt mehr. Aus. Ja, das ist hier wunderbar. Das ist schön geschützt. Da passiert nichts. Das ist optimal. Ich habe hier gar nicht den Durchblick. So, oh ja. Also, jetzt kommt der Augenblick. Jetzt kommt der Augenblick, wo wir hier unten nur noch die Sachen einfüllen. Und dann machen wir den ersten Start, wo wir jetzt das Wasser laufen lassen. Dann sollten wir hier in unserem Bad sollte jetzt Wasser laufen. Und wir werden gucken. Oh Mann, ist das aufregend. So, und wir werden gucken. Gott! Oh! Da tut sich was, aber wo? Ich glaube, wir versuchen erst das Klo. Da bricht er die ganze Spannung zusammen. Meine Herren! So. Hey! Wasser! Habt ihr es gesehen? So geht's. So geht's. Also ich bin ganz begeistert. Das geht. Guck mal hier. Habt ihr das gesehen? Ja! Das läuft! So, und jetzt gucken wir hier nochmal. Wasser läuft. Aber da geht's wieder aus. Huh. Hau. Hier haben wir ja die nächste, die Spüle. So. Das braucht, das muss ja erstmal durch alle Rohre durch. Da kommt was, da kommt was. Jetzt läuft ihr da auch. Das sind die. Wunderbar.
Ja, das war der Teil mit den Wasserleitungen und ich hoffe, dieser hat ein bisschen länger gedauert, dieser Teil. Es war einfach ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu machen und ich denke, der nächste Teil, den werden wir über den Strom und die Elektrik machen und dann kommt ja noch am Ende das Ganze aufpimpen und die Sachen und ein Teil vom Strom ist schon im Kasten, ein Teil vom Auspimpen haben wir auch schon abgedreht. Ja, wir gucken und ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich freue mich, dass das solch eine Beteiligung findet, denn das ist ganz erstaunlich. Ich hätte das gar nicht erwartet, aber nun gut. Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe auf baldiges Wiedersehen und Einschalten. Bis denn. Tschüss.